Also Matthias Niehoff mein Name, schon gesagt von der Cozentrik auch. Beschäftige mich auch in Projekten hauptsächlich mit genau diesen beiden Technologien. Spark, Cassandra im Wesentlichen, guck so ein bisschen auch im Drumherum, was es da so gibt. Aber das ist so mein Hauptsteckenpferd. Kurz, was möchte ich jetzt in den nächsten 40 Minuten machen? Also ich möchte einmal kurz vorstellen, was Spark ist, ein bisschen darauf eingehen, wie man denn IoT-Daten mit Spark verarbeiten kann. Dann zeigen, warum Cassandra eigentlich so eine gute Sache ist für IoT und warum die Daten so gut in Cassandra gespeichert werden können. Und dann gibt es eine kleine Demo dazu und ich zeige auch ein bisschen Code. Gut, Spark. Open-Source-Projekt, wie so vieles, was wir nutzen, schon etwas länger. Und es ist eigentlich erstmal grundsätzlich nur ein Framework, um Massendaten zu verarbeiten. Sei es Massendaten in Form von, ich habe einen großen Haufen Daten, den ich irgendwie verarbeiten möchte, bis hin zu ein stetiger Fluss von Daten, der durch Sensoren oder ähnliche Sachen reinkommt. Ich möchte diese analysieren, speichern und ähnliches. Was ist jetzt das Besondere an Spark? Warum kann ich nicht einfach ein Java-Programm nehmen und das laufen lassen? Gut, kann ich auch. Bis zu einem gewissen Umsatz, bis zu einem gewissen Umfang wird das auch auf jeden Fall reichen. Spark ist extrem schnell. Es ist bis zu 100 Mal schneller zum Beispiel als MapReduce-Verfahren in Hadoop. Ich hatte hier lange Zeit stehen, 100 Mal schneller als Hadoop. Da habe ich jedes Mal von unseren Hadoop-Kollegen bam, bam, einen auf den Deckel bekommen. Es ist tatsächlich schneller als MapReduce. MapReduce nimmt halt die Daten, verarbeitet sie, schreibt sie auf Platte. Nimmt die Daten, verarbeitet sie, schreibt sie auf Platte. Macht heute, wenn jemand neu mit Hadoop anfängt, selten noch jemand, sondern die machen dann auch Spark. Spark ist auch in Hadoop integriert oder in den meisten Hadoop-Distributionen. Also es ist, deswegen war dieses als Hadoop immer so ein bisschen falsch. Es passiert dadurch, dass es sehr viel Memory macht. Es schreibt halt nicht regelmäßig auf Platte, sondern es macht zwischendurch sehr, sehr viele Sachen in Memory. Er muss ab und zu auch mal auf Platte schreiben, da kommt er nicht drum herum. Aber das meiste ist in Memory-Verarbeitung. Und es ist nahezu linear skalierbar. Das heißt, ich brauche mehr Power, ich füge einfach Nodes zu meinem bestehenden Cluster hinzu und dadurch wird es schneller. Es ist auch relativ einfach zu bedienen. Wer hat schon mal MapReduce-Jobs mit Hadoop geschrieben? Irgendeiner wird mal, ein paar werden sich ja bestimmt finden. Wer findet die API gut? Da gehen die Hände aber ganz schnell wieder runter. Die Scala-API, die Spark-API ist tatsächlich sehr angenehm. Sie gibt Scala, Java, es gibt eine Python-API, es gibt auch eine R-API, für die sie ein bisschen mehr Data Scientists unterwegs sind. Es ist sehr angenehm, es ist auch sehr einfach aufzurufen, es ist nicht viel Boilerplate-Code, den ich schreiben muss, zumindest mit Scala, mit Java reduziere ich diese Aussage wieder ein bisschen. Es ist eine funktionale API, also wer hier immer nur prozedural programmiert hat, der wird irgendwann denken, was macht der denn da? Wer schon mal so ein bisschen funktional was gemacht hat, der wird da sehr, sehr schnell klarkommen. Wer schon mal Scala oder Ähnliches gemacht hat, wird einfach sagen, hey, das ist doch Scala-Code. Ja, das ist richtig. Die API ist dieselbe quasi. Also wenn ich Map, Filter und Ähnliches mache, das kann ich auf einer Scala-Collection machen und das kann ich auf einer Spark in Spark machen. Und Spark ist fehlertolerant. Wir haben ein verteiltes System, wir müssen damit rechnen. Irgendwann fallen Knoten mal aus. Es wird nicht immer alles always on sein. Wie funktioniert das? Spark arbeitet auf sogenannten RDDs, Resilient Distributed Dataset. Was ist das? Das ist eine Beschreibung der Daten, die ich verarbeiten möchte. Es sind nicht die Daten selbst, sondern es ist nur eine Beschreibung der Daten. Wenn ich darauf eine Transformation, also zum Beispiel ein Map oder ein Filter ausführe, kriege ich ein neues RDD. Immutable sind die halt. Und sie sind partitioniert. In einem RDD steht, okay, ich habe eine Partition 1, 2, 3, 4, 5. 1 macht die Daten von 1 bis 10 und so weiter und der verteilt die dann. Heißt, eine Partition kann auf einem Knoten ausgeführt werden, die andere Partition auf einem anderen Knoten und so weiter und dadurch kann ich halt skalieren in der Breite. Und wenn jetzt irgendwo mal ein Knoten ausfällt, dann habe ich ja diese Beschreibung der Daten und kann sie einfach auf einem anderen Knoten laufen lassen. Ganz einfach. Dadurch bin ich fehlertolerant. Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt Transformationen auf den Daten, die machen halt von einem ADD ins andere. Jetzt sind aber immer nur alles Beschreibungen. Irgendwann muss ich ja auch mal meine Daten haben und das passiert durch Aktionen. Das heißt, ich habe vielleicht eine Datei gelesen, Map, Map, Filter, Filter, irgendwelche Transformationen gemacht und am Ende sage ich, so, jetzt speichere ich es mir in eine Textfile oder zähle oder was auch immer. Dann läuft ja diesen ganzen Graph ab, das ist eine Darstellung als Baum auch und führt die Sachen dann aus. Hier haben wir jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Ich sage ihm, der Spark-Kontext, SC ist immer der Einstiegspunkt, den man hat. Ich lese jetzt hier einen Textfile. Ich kriege zurück ein ADD. Auf dem ADD rufe ich Filter auf, möchte also nur die Zeilen haben, die Spark enthalten. Ich kriege wieder ein ADD zurück. Es ist alles nur eine Beschreibung, es wurde noch nichts gemacht. Und mit dem Aufruf von Count als Action wird die Datei gelesen, der Filter ausgeführt und die Anzahl ausgegeben.
Also komplett lazy. Und so sieht das dann am Ende aus. Ich habe einen Baum. Bis hier ist alles nur Beschreibung. Dann rufe ich den ersten Count auf. Der läuft den ganzen Baum durch, gibt das aus. Wenn ich jetzt nochmal einen Count mache, läuft er nochmal den ganzen Baum durch, gibt das aus und so weiter. Hier auch. Jetzt werdet ihr denken, er ist ja doof, der hat das schon alles einmal berechnet. Wieso soll ich denn nochmal berechnen? Gibt es was? Also man kann jetzt hier zum Beispiel hier sagen, wenn dieses ADD einmal berechnet wurde, dann cache das bitte und halte es ab dann im Speicher, um es dann hier weiter auszuführen und nicht nochmal den ganzen Baum vorher zu machen. Es gibt noch ein paar Sachen, was man beachten kann. Transformationen können narrow sein. Das heißt, wenn das jetzt hier ein ADD ist mit drei Partitionen drin und ich mache einen Map oder einen Filter, dann habe ich nachher auch wieder ein ADD mit drei Partitionen. Diese Transformation interessiert nicht, was in anderen Partitionen gespeichert ist. Das können die komplett autark auf der einen Partition machen. Man kann ja aber mal aussehen, meinetwegen vereinfacht ist das hier ein Datensatz, das ein Datensatz und das ein Datensatz. Wenn ich jetzt von dem Datensatz ändern möchte, ist das kein muss ich nicht wissen, wie die anderen Datensätze aussehen. Union ist das Ähnliche, ich muss sie einfach nur zusammenführen. Auch da interessieren mich die anderen Datensätze erstmal nicht. Genauso wenn Join, wenn die Daten genau gleich partitioniert sind. Diese Transformationen sind schnell und einfach, weil die kann ich komplett in Memory machen. Die hier sind manchmal ein bisschen blöd. Sobald ich Partitionen habe, die auf unterschiedlichen Knoten liegen, die aber jetzt die Daten aber im Endeffekt zusammenführen möchte, zum Beispiel, weil ich sie gruppieren möchte und ähnliches, dann muss ich halt zwischen den Knoten Daten transferieren, das nennt sich Shuffling, das will ich, wenn möglich, vermeiden. Jetzt ist das so grob Spark. Spark ist jetzt erstmal gemacht worden, um Batch-Processing zu machen. Lesen, verarbeiten, wegschreiben. Aber meistens kommen IoT-Daten nicht als Batch, sondern so als Stream von Daten. Deswegen gibt es Spark Streaming dafür zur Verarbeitung. Und Spark Streaming nutzt Micro-Batches. Jetzt gibt es einen Unterschied, es gibt Sachen Micro-Batch-Verarbeitung, es gibt Event-basierte Verarbeitung. Es gibt also die Möglichkeit, Event kommt rein, wird verarbeitet. Und Event kommt rein, es wird eine Zeit lang gewartet, alle Events, die in der Zeit reinkommen, und die werden gesammelt als kleiner Mini-Batch verarbeitet. Und Spark ist eine Variante der letzten Wand. Es kommt daher her, Spark war erst Batching und irgendwann gesagt, hey, irgendwie brauchen wir auch Streaming, ja, machen wir einfach ganz kleine Batches, dann haben wir ja Streaming. Das reicht für die meisten Use Cases, reicht das tatsächlich. Ich brauche häufig nicht die Antwort im niedrigen Millisekundenbereich. Häufig reicht es einfach, ich muss die Daten haben, ich muss irgendwelche Modelle, irgendwelche Analysen damit machen, aber der die Daten geschickt hat, braucht nicht direkt eine Antwort darauf. Es gibt verschiedenste Quellen, Dateien kann ich lesen, TCP kann ich lesen, MQTT kann ich theoretisch auch nativ lesen, ohne irgendein Kafka dazwischen. Wir haben im letzten Talk gehört, warum man vielleicht doch einen Kafka dazwischen nimmt. Es ist ein bisschen reliable, es ist verteilt, es kann besser skalieren. Ich kann auch Twitter lesen, manchmal sage ich spaßhaft, das ist nur für Demo-Zwecke, aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich ein paar richtige Anwendungsfälle, wo Twitter-Streams analysiert werden. Und am Ende, wenn ich so einen Stream lese, habe ich einen D-Stream. Und ein D-Stream ist nichts anderes als, ich kriege jedes Micro-Batching-Intervall, also meinetwegen jede Sekunde, alle meine Daten als ADD. Und eine Sekunde später kriege ich wieder ein ADD mit allen Daten, die in dieser einen Sekunde sind. Und diese, über den Verlauf der Zeit bilden all diese ADDs einen D-Stream. Das, was ich für Batch programmiert habe, kann ich dann auch 1:1 verwenden für Streaming. Also Map, Filter, Filter, alles das kann ich auch genauso auf Streaming ausführen. Da muss ich nichts ändern. Und außerdem, es gibt auch Spark SQL, um SQL-Abfragen zu machen. Es gibt Spark MLlib, um Machine Learning mit einer Machine Learning-Bibliothek und ähnliches. All das kann ich auch auf Streaming-Daten anwenden und ausführen. Und, das werden wir gleich auch machen, ich kann auch Stateful-Operationen machen. Das heißt, ich kriege Daten rein, speichere mir immer einen State in Memory, aktualisiere den, arbeite auf diesem State und reiche meine Daten an. Das kann ich machen und ich kann ein Sliding-Window machen. Sliding-Window komme ich dann gleich nochmal drauf. Hier ist jetzt ein Beispiel, wo ich mal einmal MQTT tatsächlich direkt lese. Ich habe einen Spark-Kontext, SC, denn jetzt brauche ich in diesem Fall einen Streaming-Kontext. In dem Streaming-Kontext habe ich jetzt ein Intervall von 500 Millisekunden eingestellt. Das heißt, alle 500 Millisekunden Events, die da reingekommen, verarbeite ich zusammen. Ich erstelle einen MQTT-Stream, kriege alle meine, gebe ein Topic an, gebe eine Broker-Adresse an und alle Zeilen, die ich jetzt hier habe, mache ich einfach to lowercase und am Ende schreibe ich sie zu Cassandra. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wie genau das funktioniert.
Und bei Window Operation heißt das einfach, ich möchte nicht nur den Micro-Wedge betrachten, sondern ich möchte zum Beispiel wissen, die Durchschnittstemperatur der letzten Stunde. Und das möchte ich, und die möchte ich ermitteln alle 10 Minuten. Das wäre zum Beispiel eine Window Operation mit einem Window von einer Stunde. Ich betrachte alle Events der letzten Stunde. Und ich habe ein Sliding-Intervall, das heißt, ich schiebe jede 10 Minuten mein Fenster um genau diese 10 Minuten weiter und habe dieses Fenster von einer Stunde Länge. Gut, jetzt zeigen wir einmal kurz ein bisschen was zu. Okay, also ich habe hier einen ganz kleinen, einfachen Publisher, der mir in diesem Fall, es war ein bisschen kürzere Vorbereitungszeit, ich habe jetzt tatsächlich nicht ein explizites IoT-Beispiel, sondern ich habe Downloads von Musikalben und die ich zähle. Das lässt sich aber relativ einfach auch übertragen auf, ich habe irgendwelche Events, die in einem System auftreten, die ich zähle, wie Autos, die irgendwo herfahren oder ähnliches. Also das Prinzip ist am Ende genau das gleiche. Ich habe jetzt keinen Reactive Stream mit Vertex oder Akka oder ähnliches. Ich habe einfach nur irgendein Java-Ding, was Daten in Kafka pumpt. Und zwar habe ich als Value immer einen Titel und ein Jahr, wann dieser Albumtitel erschienen ist, separiert durch ein Komma. Und das schreibe ich in Kafka rein. Kafka ist immer Key-Value-Nachrichten. Ich habe den Key in diesem Fall auf Null. Und als Value habe ich genau Titel und hier Komma separiert. Relativ simpel. Den lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ich habe lokal bei mir jetzt nicht mit Vagrant, sondern mit Docker einen Kafka laufen und auch eine Cassandra nachher laufen. So, ich schreibe jetzt einfach in den Kafka-Daten rein. Ja. So, auch hier wieder, das haben wir schon im vorigen Talk ein bisschen gesehen, ich habe einen Spark-Kontext hier wieder, ich habe jetzt einen Intervall von einer Sekunde, jede Sekunde lese ich einmal die Daten und ich lese hier mit Kafka, erstelle hier einen Stream aus Kafka-Daten, den ich auslese und ich möchte jetzt dieses einfach mal ausgeben, dann kann ich hier sales.print machen, einmal ausgeben, so, und dann sieht man hier, jede Sekunde gibt er einmal die Daten aus, irgendein Album und die Musikdaten dazu. Und hier das Null, der Value ist nun mal Null. Ah, der Key ist Null. So, jetzt mit diesen Daten selbst können wir nichts anfangen. Wir machen jetzt eine Map-Operation. Das heißt, wir nehmen jeden Entry, jeden Eintrag, den wir bekommen haben, nehmen den zweiten Teil davon, also den Key, den Value davon, splitten den anhand des Kommas und das, was dann da rauskommt, ist ja ein Array, Split gibt ein Array zurück, bestehend aus Title und Year und wir machen daraus ein Tupel, wo der Key besteht aus Titel und Year und der Value aus 1. Das heißt, ganz am Ende haben wir ganz viele Einträge, wo drin steht Titel und Jahr, 1, Titel und Jahr, 1, Titel und Jahr, 1. Ich glaube, das kann man sich soweit noch vorstellen, was dabei rauskommt. Jetzt fragt man sich, hey, was soll denn diese 1 da bringen? Für die Leute, die das mit MapReduce schon mal gemacht haben, die wissen, ein klassischer WordCount funktioniert so, ein verteilter WordCount ist, ich mappe meine Sachen auf Key, 1 und fasse dann alle zusammen, die den Key gemeinsam haben, also in diesem Fall alle das gleiche Album, fasse ich zusammen und addiere einfach die Einsen zusammen. Am Ende kommt dann halt eine Anzahl raus, wie oft dieses Album runtergeladen wurde. Ja. Das mache ich genau hier. Ich nehme diesen Parse-Stream, den ich hier oben habe, und mache ein Reduce by Key and Window. Reduce by Key heißt, hier kriege ich jetzt zwei Werte rein. Alle, die gleichen Keys sind, fasse ich zusammen. Ich kriege hier die Werte rein und ich kriege den Wert von dem ersten Eintrag und den Wert von dem zweiten Eintrag. Und was mache ich mit denen, wenn ich zählen will? Ich addiere sie. Jetzt gibt es hier auch noch eine Inverse-Function, wo ich die wieder rausschmeiße. Wofür brauche ich die wohl? Ich habe ja ein Window und irgendwann fliegen die Einträge aus dem Window ja wieder raus. Sie sind älter als die eine Stunde, die ich zum Beispiel betrachten möchte. Es gibt zwei Varianten, das zu machen. Ich compute das Window jedes Mal komplett neu. Jedes Mal alle Einträge in einer Stunde hier durchlaufen lassen. Oder ich sage einfach, ich habe das Window und ich weiß, wie ich die Sachen wieder rauskriege aus dem Window. Diese Zeile ist tatsächlich optional, aber es würde auch so funktionieren.
wenn ich jetzt die Parameternamen anpassen würde, effizienter ist es ihm zu sagen, wie kriege ich das Window wieder kleiner, anstatt jedes Mal Window neu zu bauen. Und das sind genau die Angaben. Ich habe jetzt hier in diesem Fall jetzt ein Stunden-Window, dann würden wir hier ewig sitzen, nur um einmal Daten zu sehen. Ich habe jetzt hier ein Window von 10 Sekunden, das heißt, ich betrachte die Album-Downloads in den letzten 10 Sekunden und ich möchte diese Information alle 2 Sekunden haben. Und da es passieren kann, dass durch das Minus hier irgendwann auch mal eine 0 rauskommt, das heißt, irgendwann sind die Sachen aus dem Window wieder rausgeflogen und ich habe dann dementsprechend 0 Downloads, sage ich alle, die 0 Downloads, es müssen mindestens nur, ein Download da sein, ansonsten interessieren mich die Daten halt nicht. Ja, mal einmal zur Visualisierung, geben wir das Ding wieder aus. Und starten das noch einmal. So, und hier sieht man jetzt ein Key und ein Value und ab und zu tatsächlich auch mal eine 2. Das heißt, da scheinen tatsächlich ein paar Einträge in der gleichen Zeit in dem Fenster zusammengekommen zu sein. Es ist noch nicht sortiert, gar nichts, es ist einfach nur gezählt bislang. So, und als letzten Schritt noch, der jetzt machen, den wir nur mit. Ach, ich bin Eclipse-Tastengelegung gewöhnt. Die Structure interessiert mich gerade eigentlich nicht. Jetzt wollen wir noch zusätzlich wissen, okay, wir haben immer eine Anzahl von Downloads, jetzt wollen wir wissen, wie hat sich die denn verändert? So klassisch Billboard-Charts, der ist jetzt hier gerade neu eingestiegen, der hat 50% mehr Stimmen, der ist um 25% abgesagt und ähnliches. Das machen wir, indem wir einen State festhalten. Wir haben einen State an Daten, den wir updaten. Ich definiere diesen State hier einmal, dafür definiere ich eine Function. Was soll er tun, wenn ein State ist? Ich kriege hier rein einen Key, Titel und Jahr. Ich kriege einen vorherigen Wert rein. Ich kriege den aktuellen, den neuen Wert rein und ich kriege den vorherigen State, den es gab. Und ich gebe zurück wieder Key Value und den neuen State. Was ich jetzt mache ist, ich gucke mir an, habe ich schon einen State? Wenn ja, nehme ich den und aktualisiere ihn. Das heißt, ich gucke mir an, vorher waren es 5 Downloads, jetzt sind es 10 Downloads. Okay, also habe ich, der neue State ist dann 10 Downloads und 100% mehr an Änderung. Das gebe ich dann einfach wieder zurück für diesen Key. Ich halte es etwas kürzer. Wenn man sich die Implementierung einmal in Ruhe anguckt, ist das eigentlich relativ einleuchtend, was da passiert. Was dann ausgegeben wird, auch das einmal kurz. Genau, als erstes ist halt not a number. Ganz am Anfang gibt es keine Veränderungen, da kann ich nichts berechnen. Hier sieht man dann zum Beispiel Veränderungen von 0,0%, es hat sich nichts geändert. Wenn wir es nachher sortieren jetzt und wirklich die obersten haben, dann sieht man auch mal ein paar Veränderungen. Ah, hier haben wir zum Beispiel 50% weniger, okay, der ist von 2 auf 1 gefallen. Ja. Die Zeilen bei meinem trotzdem. Gut, das ist also jetzt mal so ein bisschen Spark, Streaming-Verarbeitung, State-Verarbeitung. Da kann man sich vorstellen, im IoT-Bereich, ich möchte Temperaturen in den letzten Zeitfenster ermitteln oder ähnliches, das lässt sich somit sehr gut machen. Jetzt habe ich ja geschrieben, es geht auch noch um Cassandra, es soll nicht nur um Spark gehen. Erstmal, was ist Cassandra? Eine NoSQL-Datenbank, eine verteilte Datenbank und auch von Anfang an auf verteilte Datenbanken getrimmt und dafür designt worden. Sie ist hochverfügbar, das heißt, auch wenn meine Nodes ausfallen, ist es kein Problem, ich kann trotzdem weiter mit der Datenbank arbeiten. Sie ist horizontal und nahezu linear skalierbar. Das heißt, ähnlich wie bei Spark, wenn ich 20.000 Requests mit 2 Nodes bearbeiten kann, kann ich mit 4 Nodes 40.000 Requests bearbeiten. Sie ist masterlos, hat keinen Single Point of Failure, also jeder Node kann im Endeffekt die Antwort geben. Ich muss nicht irgendeinen Master haben oder einen Failover Master oder so. Alle Nodes sind gleichberechtigt in meinem Cluster, da gibt es keinen Unterschied. Und grundsätzliche Aussage ist, uns ist die wichtigste, ich denke, CAP-Theorem kennen einige, Consistency, Availability, Partition Tolerance, such dir 2 aus, mehr kriegst du eh nicht. Die meisten NoSQL-Datenbanken haben gesagt, okay, Availability und Consistency, das ist unser Ding. Die meisten SQL-Datenbanken. Und bei den NoSQL-Datenbanken geht es eher dahin, okay, das mit der Konsistenz können wir uns vielleicht ab und zu mal sagen, oder wir sind halt nicht available. MongoDB zum Beispiel sagt, ich bin konsistent und partition-tolerant, aber dafür kannst du mich manchmal nicht erreichen.
Und Cassandra sagt, ich bin immer verfügbar, mir ist es egal, wenn Note weg ist. Dafür kann es mal sein, dass du ganz leicht veraltete Daten siehst. Warum ist das jetzt so toll für Time-Series-Daten? Und damit ja IoT-Daten. IoT-Daten sind sehr, sehr häufig Time-Series-Daten. Ich kriege jedes Zeitintervall irgendwelche Daten geschickt. Ich habe jetzt hier mal ein paar klassische IoT-Devices, die man so kennt. Ein Toaster zum Beispiel genommen. Gut, der Nest ist vielleicht die etwas realistischere Variante. Und ich habe jetzt vielleicht für jeden, für den Toaster möchte ich immer jedes Mal, jedes Zeitintervall drei Werte abspeichern. Toastdurchsatz, Bräunungsgrad und Temperatur oder was auch immer man sich da vorstellen könnte. Und ich kann jetzt einfach, das Cassandra-Datenmodell ist tatsächlich darauf ausgerichtet, dass ich sage, jedes Zeitpunkt kann ich einfach Daten speichern. Und wenn Daten mal nicht da sind, weil die Übertragung unzuverlässig war oder der Wert irgendwie nicht ermittelt werden konnte, dann wird da auch nichts gespeichert. Er speichert kein Null oder irgendetwas. Es werden genau 0 Bytes dafür gespeichert, für diese Information. Das ist sehr, sehr angenehm zu machen. Wenn man sich das jetzt vorstellt, das als relationale Datenbank abzubilden, dann würde ich ein Create-Table machen und ganz viele Zeitpunkte in meiner aufsetzen. Zeitpunkt 1, 2, 3, 4, 5 und dann würde ich die Daten da reinschreiben. Mit Cassandra, das ist jetzt CQL, das ist der SQL sehr, sehr ähnlich. Es führt manchmal auch zu Verwirrung, weil es kann nicht ganz so viel wie SQL. Es ist aber auch manchmal sehr hilfreich, weil für SQL-Entwickler ist es angenehm, damit einzusteigen. Ich sage, ich habe einen Sensor-ID, ich habe eine Zeit und ich habe irgendwelche Metriken, Name und Value. So, und jetzt habe ich einen Primary Key, der besteht aus mehreren Spalten. Das muss ich so lesen. Die Sensor-ID beschreibt die sogenannte Partition. Eine Partition kann ich, wenn ich die kenne, einfach lesen. Die liegt auf einer Festplatte geschrieben, hintereinander weg, extrem schnell, auf genau einem Node. Ich weiß genau, wo die liegt. Ich kann sie einfach mit O1 lesen. Und die Sensor-ID, dann gibt es den zweiten Spalten, dann gibt es die Time. Das ist der Clustering Column. Das ist genau das hier. Die Zeit oben. Muss man sich vorstellen, ich habe die Sensor-ID und oben drüber ganz viele Zeitwerte. Time 1, Time 2, Time 3, Time 4, Time 5. Aber ich muss jetzt nicht jede Spalte definieren, sondern er macht das inhärent einfach eine fortlaufende Zeile mit ganz vielen Zeitwerten. Und zu jedem dieser Zeitwerte speichert er den Namen und die Value. Jedes Mal Name, Value, Name, Value. Wenn ich jetzt alle Sensordaten von meinem Toaster lesen möchte, weil ich mit der Bräunungsgrad unzufrieden bin und möchte wissen, wann hat er angefangen, Scheiße zu bräunen, dann lese ich mir das mit einer Zeile einfach aus. Gut, jetzt haben wir Cassandra gemerkt, hey, das ist gar nicht schlecht für Speichern von IoT-Daten. Dann gibt es aber jetzt Spark, Cassandra, wie bringt man das zusammen? Da gibt es von DataStax einen Connector für Spark und Cassandra, um einfach aus Spark Daten in Cassandra zu schreiben und auch umgekehrt Daten aus Cassandra zu lesen und in Spark zu verarbeiten und jeweils wieder zurückzuschreiben. Ich habe meine ganzen Sensordaten vielleicht irgendwie in Cassandra gespeichert und irgendwann möchte ich sie analysieren, um genau die gerade gestellte Frage beantworten zu können. Und dann kann ich den Connector nutzen, um die Daten auszulesen. Wenn ich die Tabellen dann lese, kriege ich ein ADD raus, was das genau das gleiche ist. Also es ist eher wie eine Beschreibung von, diese Daten möchte ich lesen und so weiter. All das, was wir über Spark schon gelernt haben. Ich kann das auf Scala Java-Objekte mappen, so ein bisschen Hibernate Lite, ganz, ganz light, aber auch wirklich nur. Okay, die JPA implementierenden Spezifikationen light. Dann auch das, was Cassandra schon selbst filtern kann, wird auch durchgegeben an Cassandra. Cassandra macht dann das Filtering schon. Ich lade nicht alles in Memory und filter dann auf dem im Memory ähnliches. Es berücksichtigt Datenlokalitäten, das ist sehr interessant. Typischerweise habe ich ein Cassandra-Cluster als Ring dargestellt und ich habe auf den gleichen Nodes, wo ich Cassandra habe, lasse ich auch Spark laufen. Hintergrund ist, wenn ich jetzt Daten lesen möchte, weiß Spark ganz genau, die Daten liegen da und so weiter. Er kennt die Datenverteilung in Cassandra und er sagt dann dementsprechend, wenn er das ADD partitioniert, du kriegst jetzt die Partition, der die Daten von da liest. Das heißt, er kann lokal lesen, er muss nicht erst hier quer übers Cluster, über TCP/IP die ganzen Daten lesen, sondern er kann sie schön vom eigenen Node lesen und ist dementsprechend sehr, sehr schnell. Das Ganze kann man selbst betreiben. Der Connector ist da. Von DataStax gibt es eine Variante, die das alles schon schön bundelt, Enterprise-ready ist und auch vom Betrieb deutlich angenehmer ist, als das selber zu machen. Zum Programmieren reicht der Open-Source-Connector, um das einfach mal auszuprobieren. Kann man sich einfach dazu nehmen. Fertig.